Hi, ich bin Stina von Zwillingsflamme 1111. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Normalerweise mische ich die Karten immer direkt vor der Kamera. Mir ist gerade das Akku ausgegangen und deswegen habe ich es jetzt einfach mal so liegen lassen. Ich mische die anderen Karten allerdings gleich weiter für euch. Und zwar, herzlich willkommen an die Löwen. Das ist eine Legung, die für euch ist. Ich greife ins göttliche Kollektiv ein. Das bedeutet, dass nicht alle Botschaften für euch sein müssen können. Nehmt bitte nur einfach das mit, was in euch resoniert, in eurem Herzen was sagt. Und das ist jetzt für den Monat Dezember. Der läuft da jetzt schon. Ich habe ein bisschen später angefangen. Was allerdings nicht weiter schlimm ist, weil wir jetzt schon mitten im Dezember sind, könnt ihr vielleicht das ein oder andere schon für euch rausnehmen. Ihr Löwen, ich habe jetzt erstmal das Crawley-Tarot. Ihr habt hier den Ritter der Schwerter als erste Karte. Ja, zeigt das Element Luft. Ja, ein Ritter, eine Persönlichkeit, ein Mann. Muss aber nicht unbedingt ein Mann oder eine Frau sein. Wir tragen ja beide Archetypen in uns. Also Animus und Anima, von daher nagelt euch selber nicht so darauf fest. Das kann ein Luftzeichen sein. Also ein Wassermann, ein Zwilling oder eine Waage. Muss allerdings nicht unbedingt. Okay? Das sind manchmal auch Leute, die Attitude, also so scheinen, als ob. Oder viel von dem Element in sich tragen. Okay? So, das ist ein Blatt. Hier geht es um Liebesangelegenheiten. Wir haben das Ass der Kelche, das ist das, die höchste Karte in der Liebe, neben den Liebenden. Das sind allerdings hier die kleinen Arkane und zeigt immer einen Zyklus an, der ein bisschen länger dauert. Ja, also hier jetzt momentan geht es darum, Muster loszulassen und sich selbst aus einer Situation zu befreien, die einen mehr oder weniger erstarren lässt. Das ist, als ob man mit dem Kopf zur Wand in der Ecke steht, wie in der Schule mit den Eselsohren damals. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Und man kommt aus der Ecke nicht raus. Und die Aufgabe ist es jetzt hier, um im Kelch der Liebe baden zu können, Muster loszulassen, mit Hingabe loszulassen. Ja, und wir sollen den Gehängten, also er hängt hier am Ankh, am Symbol des Lebens am Ägyptischen. Und diese Karte bedeutet, mit Hingabe loszulassen. Ja, das ist auch eine spirituelle Karte. Ja, Gott hält ihn ja fest hier durch das Symbol des Lebens. Haare sind meistens, also nicht meistens, aber in vielen Traditionen die Antennen zum Kosmos. Also es wird oft so dargestellt und hier sind sie ausgefahren und ich glaube, das sind Pfauenfedern. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Es kommen immer wieder neue Symbole irgendwie aus den Karten raus, obwohl ich die schon so lange habe. Und er dreht diese Karte um und lässt mit Hingabe los. Ja. Ihr dürft stolz auf euch sein, weil ihr jetzt schon so einen weiten Weg hinter euch gelegt habt. Wir haben die Königin der Scheiben. Sie sitzt auf einer großen Ananas. Hier ist der Steinbock mit drin. Ja. Der Steinbock kommt jetzt bald. Es ist eine Erdkarte, die anzeigt, dass man stolz auf sich sein kann, dass man diesen weiten Weg hier schon zurückgelegt hat. Also sollt euch noch ruhig mal umdrehen und dürft euch auch selbst mal auf die Schulter klopfen, anstatt streng zu euch selbst zu sein. Ja, und das zeigt auch eine längere Spanne, eine längere Zeitspanne an. Zeigt außerdem, dass ihr euch um euren Körper kümmern sollt. Also Sport, Ernährung, Umstellung. Und dass man auch mit Elan dran treten darf und sollte. Also die Situation, wie sie jetzt ist, wird nicht so bleiben. Wir haben hier nämlich den Gewinn. Also hier kommt was bei raus, worüber ihr euch freuen könnt. Die Löwen hatten das in der letzten Zeit nicht so einfach. Wir haben die Karte des Magiers. Das ist die Karte, die für Kommunikation steht. Der Magier weiß all seine Tools, die er hat. Also Feuer, Erde, Wasser und Luft weise einzusetzen.
Ist übrigens auch eine Karte, die für Journalisten steht. Also wer da jetzt irgendwie in der Richtung sich angesprochen fühlt, können auch neue Projekte anstehen, die jetzt kommen. Oder im Medienbereich allgemein. Wie gesagt, ihr schafft das, euch jetzt aus einer festgefahrenen Situation zu befreien, indem ihr eure Gaben benutzt. Also lebt euch ruhig mal aus, ja. Habt, euer Feuer, hier ist die Herrschaft, das wird gerade gebändigt. Ja, man soll mit Tugend an die Sache rangehen, also Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, sein Feuer beherrschen, ne? Der Magier hier, der auch über das Feuer herrscht und er weiß, es einzusetzen. Ja, dann werdet ihr hier aus einer Situation, die festgefahren ist, relativ easy rauskommen, gewinnbringend auch, ja. Wie gesagt, das Ass der Kelche, ne, zeigt halt auch etwas an, was mit Liebe zu tun hat. Wir schauen jetzt mal weiter. Das sind die Energy Oracle. Das sind amerikanische Karten, Entschuldigung, beziehungsweise englische, ich weiß das gar nicht so genau. Die gibt es nicht auf Deutsch. Aber das ist, glaube ich, nicht weiter schlimm. So. Wir haben hier Boredom und Discontent. Wir sehen hier eine Person abgebildet, die sich wegdreht. Ne, vom Märchenschloss hier hinten. Hier ist das Märchenschloss. Die Person dreht sich gerade weg, weil sie nicht wirklich sehen kann, was los ist. Ist in sich gekehrt, beschäftigt sich mit sich selbst, ja, hat, ne, Boredom ist, ja, sie ist gelangweilt. Aber gelangweilt, weil sie nicht sehen kann, was um sich herum passiert. Wir haben hier die Chakrenfarben dargestellt. Ne, die zeigen, dass da ziemlich, also ziemlich was los ist. Hier sind auch Synchronizitäten, nur die sieht man nicht. Oder man bekommt es nicht richtig mit. Ne? Hier geht es jetzt darum, sich aus dieser erstarrten Position. Also ich meine, er kann ja noch gehen, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, ne? Aber es geht jetzt im übertragenen Sinne, sich daraus zu lösen, ja, und das loszulassen, damit die Kelche fließen können, ne? Damit hier das wieder in den Einklang kommt. Und man soll sein mentales und geistiges Schwert dazu einsetzen. Okay, also das sind Blockaden, die kann man auf jeden Fall überwinden. Hätte mit denen anfangen sollen eigentlich, aber die Stimmung kommen die jetzt dran. Romantic Angels. Ich habe mich hier total zugebaut. Ja, eines genießen schon mal geflogen. So. You deserve love. You are lovable. Also du verdienst die Liebe. Wir haben ja eine Göttin drauf, die an einem fließenden Gewässer steht. Ja, also wenn Wasser stagniert, dann ja, wissen wir alle, dass da dann nicht viel passiert. Das ist jetzt hier ein fließendes Gewässer. Hier sind ein paar Engelchen mit drauf und sie hat ihren Bogen rausgeholt und schießt ihren Pfeil ab in die Richtung, in die sie es haben möchte. Ja, hier haben wir praktisch auch Pfeile auf der Karte mit drauf, die Karte der Herrschaft. Also das Feuer bzw. der Pfeil, der wird weise eingesetzt. Der wird weise ganz genau dahin abgeschossen, wo er landen soll. Das ist jetzt also keine wilde Pfeilparty, sondern ganz konzentriert und fokussiert auf das, was sie haben möchte. You deserve love, du verdienst Liebe. Ja. Das hier sollte in die Auflösung gehen. Ja, da solltet ihr euch Gedanken drüber machen. Sich nicht auf das Negative zu konzentrieren oder auf dieses starre und festgefahrene. You deserve love. Konzentriert euch auf, ne? Auf die Liebe. Ja. Auf das Ass der Kelche. Ja, das aufgefangen werden kann. Das fließende Gewässer. Ja, setzt eure Talente ein. Der Magier weiß genau, was er tut. Er hat lang genug dafür studiert und hat sich mit den Dingen auseinandergesetzt.
Und er bekommt das, was er möchte. Da fliegt schon. Woman holding a coin, also eine Lady, die ein Münzenstück hält, eine Münze hält. The pretty lady. Sie weiß genau, was sie tut, kann gut im Finanziellen umgehen. Lässt sich nicht von ihrem Weg abbringen. Ja, ist auch eine Geschäftsfrau, muss nicht unbedingt, aber ne, kann gut sein. Also wer hier neue Geschäfte haben möchte, beziehungsweise etwas aufblühen lassen möchte, weil es ein Herzenswunsch ist. Erstarrte Situationen, die werden sich jetzt bald auflösen. Okay? Also man kann das Märchenschloss kann man wieder erreichen. Und dazu müssten halt auch die eigenen Fähigkeiten eingesetzt werden. Ne, hier gilt es jetzt darum zu kämpfen. Und ganz bewusst sich darauf zu konzentrieren, was sich materialisieren soll. Hier geht es auch darum, Intentionen zu setzen. Mit den richtigen Affirmationen zu arbeiten. Die schwarze Katze beschützt sie. Bringen ja Glück bei uns oder Unglück. Ich weiß es gar nicht genau. Ich sehe es immer als Glückskätzchen. Ja, die beschützen, beobachtet. Hält alles fern, was nicht gewünscht ist oder was ablenkt, ne, damit der Fall hier ausgeschossen werden kann. Ich nehme jetzt mal die Gilded Reverie. Hier, Erdkönigin. Sorry, ich springe manchmal hin und her, das ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm. Ne? Sie kümmert sich auch um Körper, Geist und Seele. Sie sitzt hier auch stolz. Sie ist stolz darauf, auf das, was sie schon erreicht hat. Genauso wie sie hier. Sie ist auch schon einen weiten Weg gewandelt und na, dreht sich jetzt um und guckt und ja, nimmt die Steinbock-Energie. Geht ja jetzt schon Ende des Monats los. Das Schwert haben. So, hier gilt es nochmal darum, sich die Energie bewusst zu machen, die passiert, wenn man sich den ziehenden Schwerter hingibt. Wir haben hier einen Menschen, der liegt, der von Schwertern durchbohrt wird, hat aufgegeben. Der ist echt fertig. Ja, hier fliegen dunkle Vögel und ja. Das ist mein Mindfuck, also alles, was sich mit Gedanken beschäftigt, die einem nicht gut tun, die einen na, festhängen lassen, erstarren lassen. Ich halte die Karten mal ein bisschen länger rein. Wie gesagt, das ist nochmal ein Reminder, ja, zu erkennen, dass diese Situation hier nicht mehr nötig ist. Ja, fangt an, wie gesagt, eure Magie einzusetzen, euren Charme und den Fall rauszuholen. Und den Fall der Liebe abzuschießen. Geht aber jetzt nicht nur um die Liebe, wie gesagt, jetzt ne, alles, was mit Geschäften zu tun hat, da ist das momentan auch möglich. Also das, was festhängt, wird sich jetzt demnächst lösen. Da müsst ihr aber auch selbst was für tun. Ist rausgefallen. Wir haben den Baum. So, der Lebensbaum. Zeigt eine lange, feste, beständige Zeit an. Gesundheit. Ja, ich habe ja schon gesagt, na, kümmert euch um Körper, Geist und Seele. Dass das in den Ausgleich geht. Geht mit der Tugend da dran. Ja, tut euch selber was Gutes. Und der Baum steht für Stabilität. Ja, etwas Festes. Der Baum muss erst gesät werden oder ne, wächst von selbst und braucht dann viele, viele Jahre, um stabil zu werden.
Das heißt, gebt euch selber auch ein bisschen Geduld, euch selber auch ein bisschen Zeit, euch hieraus zu befreien. Das ist übrigens eine große Arkana. Das bedeutet immer, dass das etwas ist, was gewichtig im Leben ist. Ja? Genauso wie der Magier. Das ist auch eine große Arkana. Also zeigt eine etwas längere Zeitspanne an. Und nicht nur eine Situation, sondern einen Lernprozess, der dahinter steckt. Ja, übt euch darin, Magier zu werden, mit Hindernissen umzugehen. Ja, das ist etwas, was ihr ins Leben mitnehmen könnt. Und wie gesagt, taucht bitte immer wieder in diesen Kelch der Liebe ein. Das ist toll. Ja, auch Liebe fürs Leben. Etwas, was lange, lange, lange währt. Ja, nur das geht halt nicht, wenn man sich hier ne, kaputt martert und zu viel im Kopf unterwegs ist, ja, sich abwendet irgendwie, weil man denkt, das bringt ja vielleicht sowieso nichts, fest erstarrt ist, festgefahren ist. Da müsst ihr euch fragen, ob ihr das so haben wollt, dann kriegt ihr das auch serviert oder wollt ihr das andere haben? Das bekommt ihr übrigens auch serviert, ja. Nur das ist, ne, jetzt in eurer Entscheidung, wo es hingehen soll. So, okay, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Das sind ja immer nur kurze Botschaften, die ich gebe. Ich lege natürlich auch ausführliche Blätter, die dauern dann ein bisschen länger. Mache Videos zu Zwillingsflammen und ihr könnt auch gerne mal kreuz und quer gucken. Vielleicht ist euer Aszendent für euch interessant, vielleicht euer Mond, vielleicht die Venus. Die Venus zeigt immer, wie man liebt. Und ja, es wird Videos zu Heilungen geben, hauptsächlich an Voll- und Neumonden. Das wird allerdings erst im nächsten Jahr stattfinden. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet was damit anfangen. Ihr könnt mich gerne abonnieren, Like da lassen, was kommentieren. Und ja, lasst bitte euer Licht strahlen. Ciao.